Wenn du beruflich, für die Schule oder für dein Studium häufig Texte in anderen Sprachen schreiben musst, dann könnte das Tool, das ich dir in diesem Video hier vorstelle, ein echter Gamechanger für dich sein. Quillbot ist ein KI-Paraphraser. Das heißt, das Tool kann mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz Text, den man eingibt, auf verschiedene Weise umschreiben und den Text so zum Beispiel in einfachen Worten zusammenfassen, in einem formelleren Ton umschreiben oder einfach etwas ansprechender und kreativer umformulieren. Das kann man zum Beispiel auch dazu nutzen, um Text, den man zum Beispiel von einer KI wie ChatGPT schreiben lassen hat, menschlicher und ansprechender klingen zu lassen. Außerdem kann Quillbot deinen Text auf Grammatik und Plagiate überprüfen und die praktische Co-Writer-Funktion unterstützt sich bei der Recherche und Formulierung deiner Texte und ermöglicht es so, Blogposts, Essays und andere Texte, für die man sonst Stunden gebraucht hat, jetzt in wenigen Minuten zu schreiben. Also, ich würde sagen, lass uns das Ganze einmal anschauen. So, hier sind wir jetzt einmal in Quillbot drin und so sieht das Ganze hier aus. Wir sind hier jetzt als erstes einmal bei Paraphraser und ihr seht, wir haben hier auch noch ganz viele verschiedene andere Tools und die werde ich euch jetzt alle mal nach und nach zeigen. Als erstes fangen wir hier einmal mit dem Paraphraser an. Ja, der funktioniert ziemlich einfach. Man gibt eben hier einfach auf der linken Seite Text ein und dann kann man hier eben auf Paraphrase drücken und dann schreibt einem das Tool eben mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz diesen Text, den man hier eingegeben hat, dann eben auf der anderen Seite dann in einen neuen Text um. Und dann hat man hier oben auch die Möglichkeit, eben einzustellen, wie genau er das machen soll. Also man kann das Ganze hier zum Beispiel kürzen lassen. Man kann sagen, er soll auch das Ganze noch ein bisschen ausführlicher schreiben. Er soll es zum Beispiel kreativer umschreiben oder einfach in einer einfachen Sprache umschreiben, den Ton etwas formeller machen oder hier auch das Ganze etwas flüssiger machen. Also da hat man wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um eben seinen Text hier auf verschiedene Weise umschreiben zu lassen. Außerdem hat man hier auch noch die Möglichkeit, eben anzupassen, wie viele Synonyme eben verwendet werden sollen, also wie stark der Text sich jetzt von dem ursprünglichen Text, den man da eingegeben hat, unterscheiden soll. Genau, ich zeige euch das Ganze hier einmal einem kurzen Beispiel. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einmal jetzt einen Artikel zu der Geschichte von künstlicher Intelligenz. Und ja, vielleicht will ich irgendwie einen Vortrag dazu machen oder muss irgendwie ein Essay oder ähnliches dazu schreiben oder vielleicht auch einen Blogpost. Das wären zum Beispiel so Anwendungsfälle, für die man eben dieses Tool hier verwenden könnte. Und dann sage ich, okay, hier habe ich zum Beispiel jetzt hier einen kurzen Abschnitt dazu. Den kopiere ich mir hier einmal raus. Und dann kann ich das Ganze hier in Quillbot eben einfügen. Und dann kann ich hier einfach auf Paraphrase klicken und dann schreibt mir das Tool das Ganze hier eben mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz in einen neuen Text um. Vorher können wir hier oben eben natürlich einmal auswählen, wie er das Ganze eben machen soll. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt eben von Wikipedia einen ziemlich komplexen Text, den wollen wir in einfacher Sprache umgeschrieben haben. Wir können auch sagen, wir wollen das Ganze ein bisschen gekürzt haben oder auch einfach ein bisschen kreativer umgeschrieben haben. Das Ganze ist jetzt in der kostenlosen Version erst einmal aber nur mit 125 Wörtern auf einmal möglich und für alles Weitere braucht man dann hier eben so einen bezahlten Premium-Account. Was genau das Ganze kostet, schauen wir uns dann später noch einmal im Detail an. Jetzt für den Anfang zeige ich euch erstmal die verschiedenen Funktionen hier. Deshalb würde ich jetzt sagen, als erstes schauen wir uns jetzt einmal an, was hier rauskommt, wenn wir das Ganze hier erst umschreiben lassen. Dafür muss man hier einfach nur raufklicken und dann fängt das Tool hier, wie ihr sehen könnt, direkt an, uns den Text eben umzuschreiben. Und jetzt können wir hier eben einmal schauen, ob uns das Ganze so gefällt. Wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal neu umschreiben zu lassen. Und wir können hier eben auch sehen, was er eben hier alles verändert hat. Und dann können wir zum Beispiel hier auch auf einzelne Sätze noch einmal raufgehen und jetzt sagen, hier, schreib mir das nochmal neu um. Und dann könnten wir hier dann auch nochmal neu auswählen, wie er das Ganze eben machen soll. Sagen wir es zum Beispiel, mir gefällt dieser Satz hier besser. Und dann schreibt ihr das hier eben nochmal um. Und so habt ihr eben die Möglichkeit, dann hier das Ganze nochmal komplett anzupassen, dass ihr das dann wirklich so genau habt, wie ihr es gerne haben möchtet. Nachdem wir unseren Text hier jetzt umgeschrieben haben, haben wir jetzt eben auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, was wir hier jetzt noch machen können. Wir können uns jetzt hier unseren umgeschriebenen Text zum Beispiel einmal rauskopieren. Nehmen wir es zum Beispiel einmal an, wir wollen zum Beispiel irgendwie einen Blogpost jetzt zu dem Thema die Geschichte der künstlichen Intelligenz schreiben und wollen das Ganze aber zum Beispiel auf Deutsch machen. Denn aktuell ist das Ganze hier nur auf Englisch und dieses Paraphraser-Tool hier funktioniert auch nur auf Englisch aktuell. Aber das Ganze ist auch gar nicht weiter schlimm, denn was Quillbot eben auch hat, ist hier einen eingebauten Übersetzer. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel auch unseren umgeschriebenen Text hier einmal eingeben und einfach sagen, er soll uns das Ganze hier einmal auf Deutsch übersetzen. Und schon könnt ihr sehen, haben wir jetzt eben unseren gesamten Text hier auch schon auf Deutsch übersetzt.
Und das Ganze können wir uns jetzt hier auch wieder kopieren und dann können wir jetzt zum Beispiel immer sagen, wir wollen das Ganze auch nochmal auf Grammatik überprüfen lassen. Denn natürlich funktionieren solche Übersetzer immer nicht perfekt und teilweise kann es auch sein, dass da eben noch grammatikalische Fehler drin sind. Und deswegen können wir jetzt das Ganze hier auch mal auf Deutsch stellen und dann einfach sagen, überprüfe mal, ob jetzt hier in diesem übersetzten Text die Grammatik soweit auch richtig ist. Und dann könnt ihr sehen, zeigt uns das Tool hier jetzt an. Wir haben hier drei Errors in dem Text und dann können wir einfach hier auf Fix All Errors einmal raufklicken. Und dann wurden eben auch unsere grammatikalischen Fehler in dem Text hier ganz automatisch behoben. Und was man dann als letztes mit seinem Text auch noch machen kann, ist diesen Text jetzt auch noch auf Plagiate überprüfen zu lassen. Auch das ist natürlich immer ganz wichtig, gerade wenn man jetzt irgendwie für die Schule oder für die Uni Texte schreibt oder wenn man irgendwie Blogpost für eine Website schreibt, dann ist es immer ganz wichtig, dass die Texte eben auch keine Plagiate enthalten, denn das kann natürlich zu vielen Problemen führen. Deshalb kann man das Ganze hier auch überprüfen lassen, dafür gibt es hier eben diesen Plagiatschecker. Der ist allerdings nur mit einem Premium-Account verfügbar, deshalb kann ich euch das Ganze hier jetzt nicht zeigen. Allerdings ja, ist das Ganze jetzt auch nicht super besonders, also man kopiert auch da den Text einfach rein und dann zeigt einem das Tool eben an, wie viele Plagiate in dem Text jetzt drin sind oder ob da überhaupt Plagiate in dem Text jetzt enthalten sind. Eine weitere sehr coole Funktion, die Quillbot bietet, ist der Summarizer. Hier kann man eben einfach Text eingeben und den dann eben hier kürzer zusammenfassen lassen auf der anderen Seite. Auch das können wir uns einmal kurz anschauen. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier unseren gesamten Wikipedia-Artikel. Wir kopieren uns hier erstmal ein Stück davon eben hier heraus. Und dann können wir hier zurück in Quillbot gehen und das Ganze hier einfach einmal einfügen. Und dann können wir das Ganze hier jetzt eben zusammenfassen lassen. Wir können auch hier wieder aus verschiedenen Dinge auswählen. Wir können sagen, wir wollen nur die Key Sentences, also die wichtigsten Sätze haben, oder wir können hier auch einstellen, wie kurz oder lang er uns das Ganze jetzt zusammenfassen soll. Probieren wir das Ganze einmal aus. Sagen wir erstmal, er soll uns jetzt diesen ganzen Text hier zusammenfassen in so einer mittleren Länge. Und ihr seht, jetzt haben wir eben aus dem ganzen Text, den wir hier vorher hatten, eben hier einen deutlich kürzeren Text. Und das Ganze können wir natürlich auch noch deutlich kürzer machen, wenn wir jetzt mal hier auf die kleinste Stufe gehen. Dann können wir hier nochmal auf Resummarize klicken und ihr seht, jetzt haben wir hier wirklich nur einen Absatz eben aus diesem ganzen Text, der eben wirklich die wichtigsten Elemente eben aus dem gesamten Text uns einmal zusammenfasst. Das Ganze kann natürlich wirklich extrem hilfreich sein, wenn man irgendwie Recherche für ein sehr komplexes Thema machen muss oder einfach ja, einen langen Text etwas kürzer zusammengefasst haben will, dann ist das Tool hier auch wirklich extrem hilfreich. Und eine weitere Sache, die wir hier dann noch haben, ist ein Citation Generator. Der kann uns eben ganz einfach eine Quellenangabe eben generieren, indem wir hier einfach eine URL einmal eingeben und dann können wir die hier eben nach verschiedenen Stilen eben generieren lassen. Also wir haben hier eben jetzt standardmäßig diesen APA-Stil, das ist auch so der am weitesten verbreitete Stil, soweit ich weiß. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier wirklich eine extrem lange Liste. Also je nachdem, wofür ihr das braucht, werdet ihr hier sicherlich den richtigen Citation-Stil für euch finden. Genau, wir kopieren uns jetzt mal hier die URL raus und dann könnt ihr auch nochmal sehen, wie das Ganze funktioniert. Also man fügt das hier einfach für euch ein, klickt hier auf Cite und dann erstellt einem das Tool hier eben die richtige Citation. Wir können das hier sehen, so sieht das Ganze dann aus und das kann man hier dann eben einfach rauskopieren und dann eben bei sich in das jeweilige Dokument dann in der Quellenangabe einfügen. Das Ganze kann einem natürlich wirklich extrem viel Zeit sparen. Gerade wenn man jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten für die Uni oder für die Schule machen muss, ist das hier wirklich extrem praktisch. Denn dann muss man das Ganze wirklich nur einmal mit der URL einfügen und bekommt dann hier eben die perfekte Quellenangabe. Man hat hier sogar verschiedene Möglichkeiten. Hier in Text sieht das Ganze eben so formatiert aus und die Full Citation ist das hier. Also je nachdem, wo ihr das im Text dann einfügt, ist hier dann auch gleich schon die richtige Citation für euch erstellt und das eben nur, indem ihr hier einfach einmal die URL von eurer Quelle eingegeben habt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu der meiner Meinung nach coolsten Funktion, die Quillbot bietet, und zwar ist das diese Co-Writer-Funktion. Die kann uns eben ganz einfach bei der Recherche und dann auch bei der Erstellung von verschiedenen Texten eben helfen. Also ihr seht, man hat hier vorausgewählt eben verschiedene Sachen, zum Beispiel einen Blogpost, ein Essay, ein Research Paper und all das kann man eben hier ganz einfach mit diesem Tool erstellen. Und zwar werden wir hier jetzt einmal ein neues Projekt öffnen und dann können wir es eben hier aus diesem Dokument heraus eigentlich unseren gesamten Text schreiben. Also wir können aus diesem Dokument heraus hier die Recherche machen, wir können hier direkt die Citations einfügen und wir können eben hier auch mit einer KI-Funktion uns eben beim Schreiben des Textes helfen lassen. Ja, wir fangen jetzt einmal mit der Research hier an und zwar suchen wir jetzt hier zum Beispiel
einmal wieder nach der Geschichte von KI, also History of AI, und dann können wir hier einfach auf Search Web klicken. Wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze hier auf Academic zu stellen, also dann bekommen wir eben nur akademische Ergebnisse dafür, aber wir machen das Ganze jetzt erstmal hier in der normalen Suche und dann bekommen wir hier eben verschiedene Ergebnisse eben angezeigt. Das Ganze wird wahrscheinlich von Google hier übernommen und dann haben wir hier jetzt zum Beispiel eine Seite von Harvard, wir haben hier Wikipedia und eben noch verschiedene andere Sachen, die eben Artikel zu diesem Thema hier im Internet verfügbar haben. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier bei Harvard sagen, wir einmal auf Click Content und dann können wir uns hier jetzt einmal zum Beispiel den kompletten Artikel anschauen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, uns hier nur die Highlights, also die wichtigsten Punkte aus dem Artikel ansteigen zu lassen. Und dann können wir uns jetzt zum Beispiel einmal diese Stelle aus dem Text hier markieren, die wir eben haben wollen. Und dann können wir das Ganze hier zum Beispiel einfach in unser Dokument einmal einfügen. Und was wir dann zum Beispiel machen können, ist das Ganze hier erst markieren und dann können wir das Ganze hier wieder einmal paraphrasen lassen, also umschreiben lassen. Wir können es zusammenfassen lassen oder was wir auch machen können, ist hier auf Suggest Text klicken und dann schreibt uns eben die künstliche Intelligenz hier noch verschiedene Textstellen, wie man das Ganze hier jetzt noch erweitern könnte. Also die KI liest eben diesen Text hier und auf Grundlage dieses Textes, also all dieser Informationen, die wir jetzt hier eben von Harvard bekommen haben, schreibt uns die künstliche Intelligenz hier diesen Text dann eben noch weiter. Und das Ganze können wir hier dann zum Beispiel einmal einfügen, dann können wir sagen, wir wollen das Ganze hier jetzt nochmal umschreiben lassen und schon haben wir es eben aus dem Text, den wir eben hier jetzt in unserer Recherche eben von der Harvard-Seite eben bekommen haben, hier einen komplett neuen Text, den wir dann eben so zum Beispiel für unseren Blogpost, unsere Präsentation, unser Essay oder ähnliches nutzen können. Und so kann man eben solche Texte wirklich in Rekordzeit erstellen, denn man kann hier eben in dem Tool wirklich, wie ihr sehen könnt, extrem schnell die Recherche machen, das Ganze hier in einem Dokument ganz einfach zusammenfassen und dann eben mit der Hilfe von Quillbot und dieser künstlichen Intelligenz dann umschreiben lassen und natürlich dann auch noch sich von der künstlichen Intelligenz sogar noch weitere Textstellen hier schreiben lassen und so kann man wirklich extrem schnell solche Texte erstellen. Also, ich denke, ihr konntet sehen, warum Quillbot wirklich ein extrem nützliches Tool ist, was einem wirklich eine ganze Menge Zeit sparen kann. Also, gerade für Schüler und Studenten kann ich mir vorstellen, ist das Ganze hier wirklich ein echter Gamechanger und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich das Ganze in meiner Schulzeit schon gehabt hätte. Also, wenn ihr aktuell irgendwie in der Schule seid oder Student seid, dann solltet ihr das Ganze unbedingt mal ausprobieren, denn das wird euch wirklich eine ganze Menge Arbeit sparen können. Aber auch wenn ihr eben beruflich eben häufig Texte schreiben müsst, ist das wirklich extrem praktisch. Also man kann es wirklich für alles Mögliche verwenden, ob ihr jetzt irgendwelche Blogposts schreibt oder selbst für E-Mails kann man das Ganze eben benutzen. Wenn ihr eben zum Beispiel häufig E-Mails in anderen Sprachen schreiben müsst, dann kann das wirklich extrem hilfreich sein. Also das Ganze könnt ihr, wie gesagt, einmal kostenlos ausprobieren. Den Link findet ihr auch einmal in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr es eben zuerst einmal kostenlos mit diesen 125 Wörtern ausprobieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr dann eben auch zu so einem Premium-Plan upgraden. Hier könnt ihr einmal sehen, was das Ganze kostet. Also man hat hier eben einmal diesen kostenlosen Plan und eben den Premium-Plan. Der kostet, wenn man das Ganze jährlich bezahlt, wirklich nur $4 im Monat, was wirklich schon ziemlich günstig ist. Und dann kann man das Ganze eben auch monatlich bezahlen, wenn man jetzt eben ein bisschen flexibler sein will. Dann kostet das Ganze $10 im Monat. Also auch hier ist das Ganze wirklich nicht teuer und man hat sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also das Ganze kann man wirklich mal ausprobieren. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Falls ihr in Zukunft noch mehr über praktische KI-Tools wie Quillbot erfahren wollt, die euch wirklich eine ganze Menge Arbeit sparen können und euch wirklich extrem produktiv machen können, euer Business voranbringen können und vieles mehr, dann solltet ihr jetzt unbedingt einmal den Kanal hier abonnieren. Und ihr solltet auch unbedingt mal auf unserer Website KI Tech Lab vorbeischauen. Den Link findet ihr einmal auch in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr wirklich eine umfassende Datenbank von den besten KI-Tools für ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche. Das Ganze könnt ihr hier eben auch einmal ganz praktisch filtern. Also dort findet ihr wirklich genau das, was ihr eben für euren Anwendungsbereich braucht. Also wenn euch das Ganze interessiert, wenn ihr wirklich KI nutzen wollt, um extrem produktiv zu werden und euer Business voranzubringen, dann solltet ihr dort unbedingt einmal vorbeischauen und eben die besten KI-Tools für euch finden.